So, Versuch Nummer 2528. Der Boss ist einfach nur crazy, Alter. Richtig crazy. Ich hoffe, dass ich es diesmal schaffen werde. Ansonsten... keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich machen soll. Wieso fallen diese Dinger jetzt nicht runter? Ah, jetzt. Erstmal ein Bein kaputt machen. Nice. Noch einer. Irgendwie fallen die Blumen nicht runter. Ist einer runtergefallen? Kann ja nicht sein, dass die alle nacheinander so einzeln runterfallen. Das wird mir viel zu lange dauern. Komm schauen. Ey, die fallen einzeln runter. Das gibt's doch nicht. Okay. Jetzt sind mehrere runtergefallen. Mich aber auch ein bisschen Leben gekostet. Zack. So, Bein ist weg. Zack. Glocke ist noch nicht weg, aber gleich. Machen wir die Glocke weg und dann weg mit uns. Und zack. Dreh dich um. Komm schon. Mach hin. Ah, der hat uns einmal getroffen, ne? Scheiße. Futtern wir mal was. Ansonsten, ja. Können später die ganzen Tränke zu uns nehmen. Oh, komm schon, dreh dich um. Ich glaube, das reicht. Nein, er hat uns gesehen, glaube ich, oder? Komm, vielleicht kriegen wir es noch. Nee, fuck. Komm, mach deine Attacke. Komm schon. Mach deine Scheißattacke. Jetzt macht er seine Attacke nicht, ne? Unglaublich. So, die Blumen sind alle unten. Vielleicht kriege ich es so hin. Zack. Oh, sein Dickschädel ist im Weg. Sein Dickschädel ist im Weg. Okay, wir lassen ihn nochmal umdrehen. Das andere ist mir viel zu aufwendig. Weil sein Dickschädel einfach im Weg ist. So, schauen wir mal. Drehst du dich mal um? So eine Hässlichkeit. Hat er uns gesehen? Wie? Ich glaube, der hat uns gesehen. Müssen weiter tief. Weiter hier rein. Eigentlich sieht er uns nicht. Keine Ahnung, wieso er sich nicht umdreht gerade. Boah, der dreht sich nicht um. Komm schon. Okay, ich glaube, das Ding ist hier zu klein. Ich gehe mal wieder dahinter. Da hat er sich umgedreht gehabt. So, hier siehst du uns aber nicht. Hier siehst du uns nicht. Tu nicht so. Yes. So, lassen wir ihn erstmal umdrehen. Damit wir ein bisschen mehr Zeit haben.
Ansonsten dreht er sich viel zu schnell um. Komm, eins steht nach dem anderen. Yes. Okay, sieht gut aus. Das sieht gut aus. Zack. Nein, nicht getroffen. Zack. Oh, jetzt bewegt er sich wieder natürlich. Keine Ausdauer. Komm schon. Boah, das ist so schwer. Leck mich, Alter. Nee, so treffe ich ihn doch gar nicht. Kann ich ihn gar nicht treffen. Vielleicht, wenn er sich jetzt noch ein bisschen bewegt. Yes. Turm getroffen. Jetzt aber. Komm schon. Jawohl. Jetzt kann ich auch hoch. Let's go. Auf geht's. So, weißt du, was wir machen? Bein machen wir ganz am Ende. Wir gehen direkt hoch. Bein ist am einfachsten. Oh, ich bin runtergefallen. Scheiße. So. Zack. Let's go. So. Ich lasse es mit dem Bein bis zum Ende, weil die schwierigsten will ich erstmal schaffen. Ansonsten ist wieder so eine Zeitverschwendung für mich. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Also das ist echt Versuch 500.000, glaube ich. Der ist einfach zu schwer. So, wir können rüber. Wir können jetzt das hier kaputt machen. Oh, zwei hintereinander. Premiere. Nice, Alter. Einfach zwei hintereinander gedroppt. Noch nochmal. Bam. Nein. Scheiße, war das knapp. Hab mich schon gefreut. Jetzt aber. Zack. So. Jetzt müssen wir hoch. Das machen wir am besten, wenn wir uns hier auf die Stelle hier stellen. Oh, ich bin fast runtergefallen. Ich habe vergessen, die Taste zu drücken. So, und von hier dann rüber. Aber aufpassen. Der bewegt sich wie verrückt. Und wir sind runtergefallen. Nein. Okay, wenn wir schon mal hier sind, versuchen wir mal, für mich persönlich an die schwierigste Stelle zu kommen. Und zwar auf seinen linken Arm. Ich komme da nicht hin, das ist so schwierig. Ich versuche es jetzt mal. So, wir kommen rüber, so. Zack. Nein, fall doch nicht runter. So, wie machen wir das am besten? Wie komme ich am besten rüber? Komm, beweg dich. Yes. Yes. So, ich weiß jetzt, wie das funktioniert. Wir müssen warten, bis er seine Attacke macht. Und dann auf jeden Fall nicht runterfallen. Was mir jetzt gerade passiert ist. Oh mein Gott, ich bin so blöd. Da habe ich das mal geschafft und dann falle ich runter. Fuck. Oh Mann, verarsch mich doch nicht, Mann.
Okay, schön, aber wo ist sein Arm? Ist er hängen geblieben gerade, oder was? Was machst du mit deinem scheiß Arm, Alter? Komm, runter. Wir brauchen dich. Oh mein Gott, Alter. Gib's doch nicht. Der bewegt sich einfach wie ein Wildschwein. Unglaublich. Oh mein Gott, danke dafür. Jetzt runter, mal kurz heilen, ist auch wichtig. Ich würde so mal sein ganzes Ding da kaputt machen. Und wir futtern währenddessen ein bisschen was. Zack. Ey, nein. Ah, der fällt runter. Fall doch nicht runter, Mann. Zack. So, da oben noch ein bisschen. Und dann ist das alles mal weg. Nice. Jetzt können wir hier runter. So, was wir jetzt machen werden ist... Wir futtern ein bisschen. Und dann geht es ab. Was brauchen wir alles? Wir sind hungrig. Nehmen wir mal das hier. Und nochmal. Zack. Was haben wir noch? Ja, alles andere bringt uns gerade nichts. Außer also vielleicht das hier, aber brauchen wir nicht. So, bin mal gespannt. Ne, bewegt sich gerade. Wie verrückt. Er muss sich erstmal beruhigen, aber wir fallen runter. Ey, das gibt's nicht, ne? Junge. Oh mein Gott, Alter, war das wieder knapp. War das wieder knapp. So, hoch mit uns. Wir haben nicht so viel Zeit. Mach schnell. Die Uhr tickt. Nice. Wir sind hier. Oh mein Gott, Alter, wie das mich nervt. Wir seinen Dickschädel jetzt hinbekommen. Jetzt müssen wir auf seinen Arm. Sein Arm dahin zu kommen, ist irgendwie am schwierigsten. Zack. Unser Greifhaken ist auch demnächst kaputt. Ich hoffe, ich habe Holz dabei, damit ich dann einen Greifhaken erstellen kann. Ich denke schon. Gleich sehen. Zack. Jawohl. Das haben wir auch geschafft. Das haben wir auch geschafft. So, wenn er mal locker bleiben würde, würden wir hier aufstehen und wieder zurücklaufen. Oh mein Gott. What? Chill mal. Nein. Oh Mann, jetzt sind wir wieder hier unten. Alter, geh hier unten hoch, bitte. Danke, Alter. So, ich muss hier irgendwie runter. Auf seinen Arm. Sein Arm ist da. Und? Nein! Oh! Ich hab's geschafft! Nice! Dann mach mal die Kacke hier kaputt. Du Dreckskerl. Da ist es. Da ist das Ding. Nice. Oh. Das... Oh, Achtung. Oh, ich bin fast gestorben. Da ist auch ein Greifhaken. Nice. Achtung. Nicht sterben. Bitte jetzt nicht sterben, Alter.
Eigentlich müsste ich mich heilen, aber ich kann hier nicht stehen. Komm, wir schaffen das. Und dann bleibt nur noch sein Bein übrig. Und das ist locker easy. Komm. Nice. Nice. Oh, wie der übertreibt. Eigentlich müsste ich abspringen. Aber der soll erstmal hier sich beruhigen. Jetzt kann ich abspringen und mich direkt heilen. Sehr wichtig. Ich habe nichts mehr zum Heilen, oder? Ah, doch. Nochmal. Und nochmal. Und dann hoch. Nice. Jetzt auf sein Scheißbein. Dann haben wir es geschafft. Oh mein Gott, ich freue mich gerade so sehr. Ich komme nicht hoch. Ich komme nicht auf sein Scheißbein. Und bin fast gestorben. Wenn ihr mich tretet, dann ist vorbei, ne? Ich muss da echt aufpassen. Der stampft mich weg. Komm. Nice, wir sind oben. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Nice, Alter, ich freue mich gerade. Ich habe, glaube ich, 3 Stunden versucht, diesen scheiß Boss zu besiegen. 3 verdammte Stunden, Alter. Ich weiß nicht, ob es an meiner Schwierigkeitsstufe liegt, aber der ist extrem. Komm noch einmal. Ich bin so happy gerade. Jawohl. Und zack. Weg mit dir. Release the Trall. Trall? What? Verpiss dich. Was ein Boss, Mann. Der war brutal. Junge, 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 Junge. Heftig. Alter. Was eine Erleichterung. Was eine Erleichterung, Alter. So, wir haben anscheinend einen Boss übersprungen. Habe ich mir schon gedacht gehabt. Wir sind zufällig schon zum letzten Boss an der Tafel gekommen. Ich weiß nicht, was es jetzt heißen wird für den Fortschritt. Werden wir gleich sehen. Oh. Was passiert hier? Alter. Bisschen gruselig. Unser Wolf chillt. Dem ist alles scheißegal. So, wir haben doch eigentlich jetzt den rechts oben besiegt und nicht rechts unten. Aber irgendwie ist nichts passiert. Doch, jetzt passiert etwas. Zack, weg mit dir. Nice. Das verstehe ich jetzt nicht. Wir müssen mal kurz auf die Map schauen. Was markiert er uns? Heißt es, dass es noch einen Boss gibt?
nach dem Boss auf der Tafel? Also nach dem letzten Boss auf der Tafel? Oder wird der hier mir angezeigt? Muss ich mal kurz auf die Map schauen. Das will ich gerne wissen. Das heißt auch für mich, es gibt eigentlich keine Reihenfolge. Man kann die Bosse frei auswählen. So, kurz mal auf die Map geschaut. Ja, der hat uns das hier markiert. Da müssen wir dann dem nächsten. Was macht unser Wolf hier? Kann man irgendwas mit ihm anfangen? Nein? Nee, gar nichts. Okay. Wir sind durch. Nach, keine Ahnung, 3 oder 4 Stunden Aufnahme haben wir es endlich mal geschafft, diesen Scheißboss zu besiegen. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.